Herzlich willkommen zu Folge 7 des Wadelbeißer Podcasts. Das ist der Lokalsport-Podcast vom Miesbacher Merkur an einem ungewöhnlichen Erscheinungstag. Wir erscheinen normal am Mittwoch und dieses Mal ausnahmsweise mal an einem Samstag. Das hat eigentlich einen ganz pragmatischen Grund, weil am Mittwoch, dem eigentlichen Erscheinungstag, noch die Damenstaffel war und unsere Lokalsport-Landkreis-Aspirantin Vanessa Hinz da mit dabei war und wir gerne mit unserem heutigen Gast darüber sprechen wollen. Und noch eine kleine Besonderheit, denn unser heutiger Gast ist nicht nur der Sportexperte, die wir sonst eigentlich immer haben, sondern auch ein bisschen der Podcast-Experte, der selber ein paar Folgen schon aufgezeichnet hat, ein paar mehr als das junge Podcast-Kind der Wadelbeißer im Vergleich zum Biathlon-Doppelzimmer. Und Kennerinnen und Kenner werden das jetzt schon richtig erahnen, wer heute unser Gast ist. Unser Gast heute ist Arndt Peiffer. Hallo, schön, dass du da bist, Arndt. Ich freue mich, bei dir zu sein, ja. Vielen Dank. Wir haben die Aufzeichnung auch aus einem weiteren Grund noch ein bisschen verschoben, wobei du gesagt hast, du wärst am Montag auch schon zur Aufzeichnung bereit gewesen. Du hast dich mit Corona infiziert gehabt. Ich glaube, da verrate ich jetzt keinen Geheimnis, hattest aber, soweit ich weiß, einen ganz milden, guten Verlauf, oder? Ja, also mir ging es bis jetzt ganz gut. Man hört es, glaube ich, ein ganz bisschen, dass ich etwas Schnupfen noch habe. Und deswegen bin ich auch immer noch zu Hause. Aber ich will mich mehr nicht beklagen, weil es vom Zeitpunkt nicht so toll war. Ich wäre eigentlich gern in Mainz gewesen für die ARD-Übertragung, hätte da ein bisschen die Biathlon-Rennen begleitet. Aber das ging sozusagen etwas schief, aber nicht so tragisch. Leicht schief gegangen. Du warst ganz am Anfang, warst du noch dabei bei der Mixed-Staffel, beim verrückten Mixed-Staffel-Rennen. Genau, wir sprechen auch gleich ein bisschen über deine Expertentätigkeit beim TV. Vielleicht ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist aus Niedersachsen, aus dem Harz gebürtig, wohnst aber mittlerweile bei uns im Landkreis in Holzkirchen und darfst dich, und ich glaube, das ist ein Titel, den man ein Leben lang tragen darf, Olympiasieger nennen, wenn wir jetzt auch über die Olympischen Spiele gleich sprechen. Du hast 2018 in Pyeongchang die Sprint-Goldmedaille geholt, hast mit der Staffel 2014 und 2018 auch noch Silber und Bronze. Du hast einen kompletten Medaillensatz zu Hause. Ja. Wo bewahrt man sowas auf? Ich hatte den eigentlich eine Zeit lang, also wir Biathleten haben ja immer einen Waffenschrank zu Hause für unser Biathlon-Gewehr. Und da lagen meine Medaillen. Mittlerweile, muss ich zugeben, liegen die eigentlich im Fitnessraum in so einem kleinen Schränkchen. Weil ich habe eigentlich gedacht, das ist eigentlich doof, wenn die da irgendwo versauern in dem Waffenschrank. Und im Fitnessraum ist auch immer eine ganz gute Motivation, habe ich mir gedacht. Also wenn ich mich da schinde, da meine Stabi mache und da liegen die Medaillen, dann war da immer so ein bisschen so eine Verbindung da. Und da passt es auch thematisch hin. Das stimmt auf jeden Fall. Du hast letztes Jahr deine Karriere beendet, aber bist immer noch viel, hast daheim noch einen Fitnessraum, bist immer noch sportlich am Tun und Machen. Ja, ich bin ja verdammt dazu, ein bisschen was zu machen. Also wenn ich merke es diese Woche, weil jetzt habe ich ja nicht viel gemacht, weil ich mich auch nicht sozusagen ein bisschen Schnupfen hatte und Corona wollte ich auch erstmal abwarten und da merke ich gleich, dass ich unausgeglichen werde. Und ich merke, dass mir so langsam irgendwann dann alles so ein bisschen wehtut. Also so ein bisschen der Rücken hier und die Beine da. Also ich muss schon immer was tun. Ein bisschen Stabi auf jeden Fall und auch laufen gehen oder Radfahren gehen oder so, damit ich mich wohlfühle. Also für mein körperliches Wohlbefinden ist das total wichtig, habe ich festgestellt. Ja, wenn man jahrzehntelang ganz, 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 ganz viel trainiert hat, dann wird es am Ende einer Karriere wahrscheinlich auch erstmal irgendwie ein Abtrainieren sein, sich irgendwie da ein bisschen zurücknehmen, ohne gleich, ich weiß nicht, kollabiert man da, wenn man von einem Tag auf den anderen nichts mehr macht? Ja, ich glaube, zumindest geht es einem jetzt nicht so gut. Also wenn man jetzt 4 Wochen einfach sich nur aufs Sofa legt, ich glaube, dass da vieles nicht mehr ganz so gut funktioniert. Der Körper passt sich natürlich an. Also mein Herz ist schon geschrumpft, was auch gut ist. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, die psychische Komponente sehr wichtig, wenn man ganz, ganz viel Sport gemacht hat in seinem Leben, meistens mit 2 Einheiten an einem Tag, dann ist es, glaube ich, nicht, also für die mentale Gesundheit nicht so gut, wenn man dann auf einmal gar nichts mehr macht.
Und auch, ansonsten auch so fürs körperliche Wohlbefinden, also gerade so mit dem Rücken und dass da so diese Grundspannung im Körper schon nur ein bisschen erhalten bleibt, ist, glaube ich, schon wichtig. Aber ich glaube, das kann auch jeder nachempfinden, der gern normal einfach Sport macht, dass er sich wohler und ausgeglichener fühlt, wenn man ein bisschen was macht. Das auf jeden Fall. Jahrzehntelang trainieren, ganz viel machen, immer dranbleiben. Was versteht ein Niedersachse unter dem Begriff Wadelbeißer? Ja, Wadelbeißer, also gut, Wadenbeißer, ne? Also da kann man jetzt viel drunter verstehen. Also in Niedersachsen würde man wahrscheinlich sagen, das ist ein kleiner Hund, oder? Ein Wadelbeißer Ja, eher. Also so ein kann man Terrier, oder? sagen. Kann man sagen, da kommt der Begriff auch ursprünglich her. Aber auf den Sport bezogen kann man da. Einer, der dranbleibt, oder? Einer, der sich Genau, hinten reinhängt, der Biss hat. genau richtig. Was eine Eigenschaft ist, die im Sport und speziell auch im Biathlon wahrscheinlich einfach nicht schadet. Du hast es gerade schon angesprochen, du wärst gerne bei der ARD gewesen, den Olympia-Übertragungen und bist jetzt dann leider in Quarantäne gerutscht. Wie verfolgst du denn Olympia dann jetzt, die letzten fast 2 Wochen schon? Ja, ich versuche natürlich möglichst viel zu sehen. Ich zeichne aber auch viel auf. Also man will ja auch nicht, dass den ganzen Tag der Fernseher läuft, wenn man Kinder hat, ne? Deswegen setze ich da schon so ein bisschen Schwerpunkte und schaue auch mal was nach, abends dann. Das ist immer gar nicht so einfach. Ich habe ein Biathlon-Rennen auch mal aufgezeichnet, nachgeschaut. Da musste ich mein Handy natürlich beiseite legen, damit ich nichts mitkriege. Weil wenn man dann irgendwie zwischendurch mal in WhatsApp reinschaut oder so und da ist man in vielen Gruppen, dann kriegt man automatisch schon das Ergebnis mit, da muss man sich sehr zusammenreißen. Ansonsten habe ich natürlich hauptsächlich die Biathlon-Rennen geschaut, ich habe aber auch Langlauf geschaut, ich habe aber auch querbeet geschaut, auch mal Bob geguckt, auch sogar Eisschnelllauf und Alpin, also alles, was so ging, aber alles schafft man natürlich nicht. Das ist klar. Ich werde mal alle 4 Jahre werde ich immer zum Curling-Fan. Ja, siehst du, ja, genau. Das ist eigentlich das Schöne bei Olympia, ne? Dass man mal Dinge schaut, die man sonst nicht schaut. Also bei mir war es jetzt mit Eiskunstlauf so. Also da habe ich mir abends aus der Mediathek mal so die Zusammenfassung beziehungsweise die eine oder andere Kür angeschaut. Das würde ich sonst nie auf die Idee kommen. Aber zu Olympia irgendwie finde ich es auch total nett, das mal anzuschauen. Ja, total. Also vor allem die Sportarten, die halt sonst nicht so viel im Rampenlicht stehen und so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass es da Athletinnen und Athleten gibt, die 4 Jahre oder eigentlich ihr ganzes Leben lang und daraufhin trainieren, dass sie den einen Moment genießen können. Die Staffel gestern und vorgestern, beide Staffeln. Arndt, die Frage wäre Glück im Biathlon. Puh. Was verstehst du unter Glück im Biathlon? Ja, Glück ist auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzende Komponente im Biathlon. Und das geht ja schon bei Kleinigkeiten los. Also, wenn ich am Stand stehe und habe halt genau mal eine Phase, wo der Wind vielleicht nicht ganz so straff weht, habe ich ja schon mal Glück. Dass eine Rennkonstellation so ist, dass sie sich positiv auf mein Rennen auswirkt, also dass ich in der ersten Runde vielleicht eine gute Gruppe habe, wo ich mitlaufen kann und ähnliche Dinge, das gehört auch dazu. Und da kann sich, glaube ich, niemand von frei machen. Also wenn man jetzt mal Johannes Bö im Verfolger sieht, der war meilenweit vorne und steht am Stand und der hat wirklich richtig heftigen Wind gehabt mit teilweise 10 Meter pro Sekunde, hat die Anzeige da, glaube ich, angezeigt. Und dann eiert er natürlich rum und steht da ewig und schießt 3 Fehler und damit ging das Rennen in eine ganz andere Richtung. Und da hat er in dem Moment halt nicht das Glück gehabt. Und deswegen sind, glaube ich, Biathleten an sich haben auch immer eine Portion Demut, weil sie wissen, dass ein bisschen Glück auch immer dazugehört. Das definitiv. Was kann ich denn machen als Biathlet, um Glück zu beeinflussen? Glück zu beeinflussen, ja, ich glaube, man muss es einfach nehmen, wie es kommt, ne? Und natürlich muss man bereit sein. Oder man muss die Fähigkeit haben, wenn man halt mal das Glück hat, einen guten Wind zu haben, zum Beispiel, dass man dann auch trotzdem trifft. Also es ist ja nicht selbstverständlich, nur weil diese Bedingungen gerade gut sind, dass man dann trifft. Also man muss die Chancen ergreifen, wenn man sie bekommt. Es gibt Tage, da hat man die Chance nicht, aber wenn man mal die Chance hat, dann muss man zupacken können. Das ist vielleicht das Wichtige. Und im Laufe einer Saison und erst recht über eine ganze Karriere gleicht sich das wahrscheinlich eh einigermaßen aus. Und dann wird wahrscheinlich Hermann Gerlands immer Glück
es können greifen. Ja, das stimmt schon, ja. Genau. Ja, konkret zu den Staffeln. Ich habe immer das Gefühl, den deutschen Biathlon-Teams, den gönnt man es einfach. Also sowohl den Herren als auch den Damen, dass das einfach sympathische Mannschaften sind, sympathische Athletinnen und Athleten sind. Bei den Herren hat es leider nicht ganz geklappt. Die wurden Vierter am Dienstag noch und die Damen dann Dritter. Wie beobachtest du so ein Rennen dann, wenn wir jetzt aufs Damenrennen gestern zu sprechen kommen, und wie analysierst du es? Also ich schaue mir das nicht ganz entspannt an, muss ich zugeben. Also ich sitze dann da und aber das wird für vielen so gehen, ne? Und ich leide da auf jeden Fall mit. Es ging gestern ja wirklich gut los. Vanessa Vogt gleich ohne Nachlader und übergibt auf eins. Dann kam die Vanessa und da ist sie gleich wirklich gut ins Rennen reingekommen mit dem Liegenschießen. Stehend hat sie dann kurz ein bisschen Probleme gehabt. Aber da hat sie eben die Kurve gekriegt. Und das ist der Schlüssel an so einem Tag, dass sie da mit zwei Nachladern weggeht und sie braucht den dritten nicht. Und wenn man den dritten Nachlader braucht, dann ist ja auch immer ganz haarscharf zu einer Strafrunde. Und sie kam mit zwei Nachladern durch und hat das dann souverän gelöst. Der erste Nachlader, weiß ich nicht, ich glaube, der war auch ein bisschen weiter weg, aber dann hat sie sich wieder gesammelt und es geschafft. Und da habe ich mich in dem Moment schon sehr gefreut, dass das so gut ging. Und bei Franzi Preuß war es eine ähnliche Situation. Auch liegend super mit ohne Nachlader durchgekommen und stehend. Der erste Nachlader, also der eine Fehler ging schon weit vorbei, der erste Nachlader auch. Und dann hat sie aber die Kurve gekriegt. Und für die Mädels war diese Staffel, also diese Bronzemedaille, die glänzt für die, ich glaube, wahrscheinlich schon fast Gold, weil das so eine lange Vorgeschichte hat. Mit den beiden letzten Olympischen Spielen, den Damenstaffeln, das hat nie funktioniert. Und da ist sehr viel Trauerarbeit sozusagen geleistet worden. Ja. Und das ist, also man hat, glaube ich, auch gesehen, wenn man das so im Ziel beobachtet hat, was da los war hinterher. Also was da abgefallen ist, wie viele Emotionen da waren. Und das freut mich wahnsinnig, dass Vanessa jetzt ihre olympische Medaille hat. Und wenn, ich bin da auch so ein bisschen dran beteiligt, wenn ich einen besseren Job gemacht hätte in Pyeongchang in der Mixstaffel, hätte sie nämlich schon eine. Und deswegen freue ich mich einfach wahnsinnig, dass die Mädels jetzt alle mit einer Medaille nach Hause fahren, die in der Staffel am Start waren. Es war tatsächlich 2018 schon ein bisschen Drama, auch für Franzi Preuß. Die lang ersehnte Olympiamedaille auch für die Vanessa Hinz, denen man es dann halt einfach ja, gönnen kann, wie ich immer finde. Wie ist es denn? Du hast gerade schon gesagt, du musst deine WhatsApps ausschalten, wenn du gerade ein Rennen nicht schauen kannst. Wie viel Kontakt hast du denn zu den Athletinnen und Athleten? Also zu Erik Lesser wahrscheinlich mit am meisten. Ihr habt auch schon Podcast-Folgen aus Fernost aufgezeichnet. Ja, wie ist da der Austausch während der Spiele? Also am Anfang eher mehr, jetzt wo es so um Staffeln ging und da habe ich eher weniger Kontakt gehabt. Aber da nehme ich mich auch so ein bisschen raus, da ist immer meine Taktik eher antizyklisch sich melden. Zum Beispiel mit der Franzi Preuß hatte ich auch mal Kontakt, aber nachdem sie da ein recht emotionales Interview gegeben hat, was auch so ein bisschen Kreise gezogen hat, da habe ich auch kurz überlegt, da habe ich gedacht, nee, also ich melde mich jetzt nicht, weil jetzt melden sich ganz viele. Da versuche ich mich dann schon eher so ein bisschen rauszunehmen. Also ich setze da immer so ein bisschen auf die Phasen, wenn es vielleicht gerade mal ein bisschen ruhiger ist, dann melde ich mich mal. Aber ich bin auf jeden Fall gedanklich immer dabei. Also da können Sie sicher sein. Also es ist nicht so, dass mir das jetzt egal ist, weil ich jetzt nicht mehr dabei bin, sondern da leide ich schon noch mit allen mit, weil ich ja alle gut kenne und genau weiß, wie es sich anfühlt während eines Höhepunkts, ne? Also da hat man auch Höhen und Tiefen. Also jetzt, die Mädels haben jetzt wirklich eine tolle Höhe mit dieser Staffelmedaille. Und davor hatte die Franzi halt auch schon mal ein Tief, als sie gesagt hat, oh, irgendwie funktioniert es im Stehenschießen nicht und läuferisch noch nicht so. Und ach ja, und hat sie so ein bisschen gehadert und das ist auch normal bei einem Höhepunkt, glaube ich. Das glaube ich auch. Also wenn man da ewig lang darauf hinarbeitet, das kann sich so ein Nicht-Profisportler, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Also wenn wir jetzt irgendwie unseren 40-Stunden-Job nehmen und dann bedenken, alles, was wir da reinstecken und den Zeitaufwand, den wir da reinstecken, den betreiben halt Profisportler 4 Jahre lang für
so einen Höhepunkt, gut, du hast die Weltcup-Saison dazwischen und so weiter, aber für so einen Höhepunkt so lange darauf hinzuarbeiten und wenn es dann ausgerechnet da nicht zu 100% klappt, und da ist es ja tatsächlich auch so, dass vielleicht ein Platz 13, 15 schon gar nicht so zufriedenstellend ist. Oder man ärgert sich über einen Platz 4, der hauchdünn an der Medaille vorbeischrammt, wie die Vanessa Vogt, die wahrscheinlich das beste Rennen ihrer Karriere gemacht hat. Wenn man jetzt vielleicht das Staffelrennen ausnimmt, das war auch nahezu perfekt, dann kann man das nachvollziehen, dass man da einfach enttäuscht ist, wenn sowas nicht sofort klappt. Die Männer stehen noch ohne Medaille da. Wie ist denn generell dein Fazit zu Biathlon Olympia bisher? Ja, ich würde sagen, gemischt. Also das Überraschungsgold von Denise hat natürlich erstmal eine riesen Euphorie ausgelöst und das ist ein ja, sehr großer Erfolg. Dazu kommt natürlich jetzt die Staffelmedaille und Vanessa Vogt mit ihren Leistungen, gerade im Einzel, jetzt auch in der Staffel. Das sind die sehr erfreulichen Seiten der Biathlon-Mannschaft. Bei den Männern bin ich jetzt auch nicht wirklich unzufrieden, weil ich finde, dass Benny Doll und Roman Rees wirklich tolle Ergebnisse gezeigt haben. Also Roman, der Siebter wird, wenn ich es doch glaube, ich glaube, Siebter wird im Einzel und Sechster in der Verfolgung. Also der ist ja wirklich ganz nah und bei den Top-Leuten dabei und macht wirklich klasse Rennen. Also ganz ausgewogene Rennen, ohne ein schlechtes Schießen dabei, solide Schießzeit, gute Laufleistung, gut eingeteilt. Also da passt wirklich viel. Und es hat halt bis jetzt noch nicht ganz zu einer Medaille gereicht. Und das ist halt schon oft so, dass man vorher denkt, ja, bei den Männern ist eigentlich fast mehr möglich und dann machen es die Mädels und umgekehrt. Also das haben wir schon alles erlebt. Vor der WM in Antholz war es auch mal so. Da standen wir eigentlich ziemlich gut da als Männerteam und erkämpfen uns dann eine Staffelmedaille und bei den Mädels sind mehrere Medaillen passiert. Da hat Vanessa im Einzel eine Medaille geholt, Denise in der Verfolgung eine Medaille geholt. Also da ging es dann auf einmal rund. Das ist immer schwer vorherzusehen. Also grundsätzlich können wir immer froh sein, wenn wir mit einer Medaille nach Hause fahren. Ich hätte mir gewünscht, dass die Männer auch eine Medaille haben. Zumindest, also auf jeden Fall die Staffelmedaille. Aber es sind ja noch die Massenstarts da. Also da gerade Roman und Benny sind zwei Kandidaten, denen ich ja viel zutraue. Und Hannes ist natürlich auch einer, der jetzt ein bisschen Pause hatte und vielleicht frisch da reingehen kann. Und dann vielleicht noch in den Massenstarts. Also wie gesagt, wir erscheinen am Samstag und dann die Massenstarts am Wochenende noch anstehend, wird es vielleicht noch mal was mit einer weiteren Biathlon-Medaille. Wenn wir über Olympia sprechen, müssen wir auch kurz über die Vergabe nach China sprechen. Du hast im NDR-Interview gesagt, der IOC-Präsident Bach mache sich zum Komplizen eines Systems, das Menschenrechte nicht achtet. Wir müssen da jetzt, glaube ich, auch gar nicht weiter drüber sprechen, was verkehrt läuft. Meine Frage wäre dazu, wie denn das für Athletinnen und Athleten überhaupt möglich ist. Du kennst die Situation auch, oder die Position von Athleten auch, wie das generell möglich ist, da Kritik zu üben. Und ich stelle mir das immer so vor, dass man in gewisser Weise sowas ja nicht boykottieren kann. Also erstens ist es dein Kindheitstraum, du arbeitest ewig dafür hin. Und zum anderen sehe ich das so, dass da vielleicht irgendwie sogar eine Gefahr da ist, den Kaderplatz oder so zu verlieren. Und da hängt ja dann noch irgendwie ein Job bei der Bundespolizei in deinem Fall dran oder bei der Bundeswehr oder sonst wo. Ist das eine realistische Vorstellung? Also um aufs Erste zu kommen, also ein Boykott ist für Athleten natürlich de facto eigentlich nicht möglich, weil man hat diesen Höhepunkt und im Biathlon geht es vielleicht noch, weil wir haben jedes Jahr eine WM, die auch schon im Fokus steht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise, ich nehme Rodeln her, da ist Olympia wirklich der Leuchtturmwettkampf innerhalb von 4 Jahren. Also da bekommen die Rodler sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit als für jede WM-Medaille. Und sie können sich eigentlich gar nicht erlauben, dort nicht teilzunehmen. Zumal das ganze Fördersystem ja an Olympiamedaillen auch gemessen wird. Also da haben wir nicht so richtig oder haben Athleten und Athletinnen nicht so richtig einen Hebel, dass jemand jetzt Sorge haben muss, seinen Kaderplatz zu verlieren, weil er beispielsweise Kritik äußert an der Vergabe der Spiele, kann ich mir bei uns ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil der Deutsche Skiverband da auch relativ offen ist und auch jeden ermutigt, da seine Meinung zu tun. Also da bekommt niemand einen Maulkorb.
Und auch der DOSB hat die Athletinnen und Athleten ermutigt, beziehungsweise ihnen zugestanden, sie können jederzeit natürlich ihre Meinung sagen. Und das haben auch einige getan. Also, und ich glaube, das ist so der einzige Hebel, den Athletinnen und Athleten haben, dass sie bei solchen Spielen wie in Peking, wenn sie da sich häufig äußern und das kritisch sehen, dass es vielleicht für die Vergabe folgender Spiele Auswirkungen hat. Jetzt ist das Ding gelaufen gewesen natürlich, ne? Also ist ja klar, da kann man nichts mehr dran ändern. Und selbst 2 Jahre vorher wird da nicht mehr viel zu ändern sein. Aber man kann vielleicht damit erreichen, dass es ja, dass die Vergabe der Spiele vielleicht sorgfältiger erfolgt und dass es an ein paar andere Bedingungen geknüpft wird, also ökologischer Natur. Und auch wenn, ja, also Menschenrechte sind ja, dass die nicht geachtet werden, ist ja wirklich ein Unding. Also das haben wir natürlich bei der Fußball-WM auch, das Thema. Ja, da haben wir Ökologie also auch als Thema in Katar bei einer WM. Und auch da werden, ich glaube, dass die Rodelbahn 2,4 Milliarden oder was gekostet hat, was halt einfach da ein wahnsinniges Sportzentrum hinstellt und das dann zu vermeintlich tollen Events macht und so weiter, was ja auch stimmt, aber wenn dann die Anlagen alle nicht mehr so richtig genutzt werden, da nicht mal jedes Jahr ein Weltcup sein kann, dann stellt sich da schon die Frage, auch mit Schnee in und um Peking war es ja auch lange nicht so gut bestellt im Biathlon-Zentrum oder im nordischen Zentrum, da 200 Kilometer nordwestlich von Peking, hat sogar mal geschneit zwischendrin. Genau, und damit glaube ich, machen wir das Thema jetzt auch zu. Erik Lesser hat gesagt, er beneidet Arndt Peiffer, der letzte Saison gesagt hat, Tschüssikowski, Peking gebe ich mir nicht mehr. Arndt, bist du beneidenswert? Ja, grundsätzlich glaube ich schon, ja. Einfach, weil ich so lange dabei sein durfte, was ein Privileg ist, und weil ich zu einem Zeitpunkt aufgehört habe, als ich noch konkurrenzfähig war. Und das ist was, glaube ich, was ich sehr schön finde. Und was Peking angeht, ich hätte natürlich sagen können, dass ich wegen der Menschenrechtslage und wegen der ökologischen Verfehlung dort nicht hinfahre, aber das wäre ja gelogen gewesen. Also ich habe in erster Linie aus familiären Gründen aufgehört. Natürlich auch, weil es irgendwann eh kippt bei mir. Aber der Hauptgrund war meine Familie. Wenn ich jetzt keine Familie gehabt hätte und noch gesund und fit gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich vielleicht, oder wäre ich vielleicht auch noch hingefahren, das weiß ich nicht. Also deswegen könnte ich es mir jetzt leicht machen und das vorschieben und hier den moralische Überlegenheit demonstrieren, aber das wäre gelogen. Trotzdem, bei Erik ist natürlich so, der spielt jetzt ein bisschen Frust mit rein. Ne? Also er hat 2 Rennen gehabt, der Einzel ging leider in die Hose, dadurch durfte er Sprintverfolgung nicht laufen und damit war auch ein Start im Massenstart aussichtslos. Also er ist dann nicht mehr reingerutscht in die Top 30. Und in der Staffel hat es jetzt leider auch nicht zu einer Medaille geklappt. Das heißt, da ist jetzt eine gewisse Portion Frust natürlich dabei. Ich finde trotzdem, dass es für ihn sicher keine Fehlplanung war, dahin zu fahren, weil er hat ja die Chance gehabt. Und darum geht es natürlich auch im Sport. Also die Niederlagen gehören ja fest mit dazu, sonst wären Erfolge nichts wert. Also wenn man automatisch wüsste, man fährt dahin, naja, und irgendeine Medaille, die kriege ich schon. Also so blöd kann ich mich gar nicht anstellen, so ungefähr. Dann wären die Medaillen ja nichts wert. Und deswegen muss man es wahrscheinlich auch mal aushalten, dass man halt ohne Medaille heimfährt, was total blöd ist. Das habe ich selber in Vancouver erlebt. Bin da angereist, auch mit eigentlich einer guten Form und fahre ohne Medaille heim und das ist halt frustrierend. Und was jetzt aber so ein bisschen passiert ist, ich habe das Gefühl, da kriegt er jetzt auch so ein bisschen Häme ab, so nach dem Motto, ja, er hat sich jetzt hier geäußert, auch er hat sich ja relativ stark zu Menschenrechten und ähnlichen Dingen geäußert. Und da tritt so ein bisschen das ein, wer Erfolg hat, hat Recht und wer keinen Erfolg hat, hat Unrecht. Und das ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen, dann wird das ein bisschen darauf geschoben, ja, der ist ja nur frustriert, weil er keine Medaille hat, so ungefähr. Oder er hätte sich vielleicht mal mehr auf den Sport konzentrieren sollen. Und das finde ich immer ein bisschen gemein. Und deswegen, ja, unterstütze ich ihn natürlich sowieso. Aber dass er jetzt, ich glaube nicht, dass es gut gewesen wäre, wenn er jetzt mit mir getauscht hätte und er wäre zu Hause geblieben. Also das ist schon richtig so. Er ist jünger und er hat Bock gehabt und hat dieses Jahr auch gute Rennen gezeigt. Also er war schon richtig dort.
Ja, das glaube ich auch. Und da habt ihr auch im Podcast schon drüber gesprochen, dass die Chance, da was zu holen, ja schon alleine die Entbehrungen der Monate, Jahre davor, ja, irgendwie ein bisschen gerechtfertigt und auch, dass die Familie in gewisser Weise zurückstellen zu müssen, dass einfach die Chance, was holen zu können, schon ein Olympia-Ereignis für sich ist und auch ein Erfolg für sich ist. Springen wir zum Anfang deiner Karriere. Du, wir haben es vorhin schon angesprochen, bist aus Niedersachsen. Wie kommt man da zum Biathlon? Ja, also der Harz ist ein, also ich bin im Harz aufgewachsen, Mittelgebirge, und da gibt es ein kleines Landesleistungszentrum direkt in Clausthal-Zellerfeld, wo ich aufgewachsen bin. Und da gibt es eine 4 Kilometer Rollerbahn und einen Schießstand, und im Winter gab es da schon auch ganz gut Schnee. Und im Winter gibt es noch eine zweite Anlage, die ist so eine Viertelstunde von Clausthal entfernt, auf etwas über 800 Metern, und da gibt es noch etwas mehr Schnee und auch eine Biathlonanlage. Ohne Rollerbahn zwar, aber mit 24 Ständen. Und da habe ich angefangen, eigentlich über so ein Schnuppertraining mit 9 Jahren. Mal ein bisschen Luftgewehr habe ich dort geschossen und so peu à peu angefangen mit dem Sport. Also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, die irgendeinen Leistungssport-Hintergrund hat oder so. Und ich wäre vermutlich auch nie beim Leistungssport gelandet, wenn es nicht wirklich mehr oder weniger vor meiner Haustür die Möglichkeit gegeben hätte. Und dann bist du auch relativ schnell nach Bad Endorf zur Bundespolizei gekommen. Relativ schnell. Es sind doch ein paar Jahre dazwischen gestanden. Aber bist dann ja, früh in deiner Karriere nach Bayern gekommen und hast viele Erfolge feiern dürfen. Nicht nur die drei Olympiamedaillen, die ich jetzt schon angesprochen habe, sind insgesamt 17 WM-Medaillen gewesen, davon 5-mal Gold und jeweils 6-mal Silber und Bronze. War trotzdem der Sprint-Olympiasieg das Highlight deiner Karriere? Also es ist, glaube ich, der größte Erfolg. Wenn man nach dem größten Erfolg gefragt wird, ist er das. Für mich persönlich sozusagen der Erfolg, der mir am meisten gegeben hat, war eigentlich der WM-Titel im Einzel 2019, weil ich da so ein bisschen also mich selber überraschen konnte, weil ich habe gedacht, ein Einzel, das kriege ich einfach irgendwie nie auf die Ketten mal. Da ein Top-Ergebnis zu machen, irgendwie ist immer ein Schießen dabei, was nicht gut ist. Und wenn das Schießen mal passt, dann passt das Laufen nicht. Und irgendwie hat es nie so richtig zusammengepasst. Und da hat es wirklich, dann ist es mal aufgegangen. Und da habe ich mir so ein bisschen Frieden gemacht, kann man sagen. Mit dem Deswegen war Einzel. das ja mit dem Einzel und insgesamt irgendwie mit Weltmeisterschaften. Und das war für mich eigentlich der allerschönste Erfolg. Aber natürlich der Olympiasieg ist das, was immer als erstes genannt wird und was der größte Erfolg nach außen ist. Das ist er ohne Zweifel. Wie sieht denn so ein Wettkampftag im Vergleich zu einem normalen Weltcup-Tag, sage ich jetzt einmal, bei einem Großereignis dann aus? Ist da irgendwas anderes? Ist der Tag davor anders? Frühstückt man anders? Ist das Warmlaufen, Anschießen, versucht man da alles in seiner Routine zu behalten oder ist das anders? Es sollte idealerweise überhaupt kein Unterschied sein, ob man jetzt bei Olympia oder bei einer WM ist im Vergleich zu einem Weltcuprennen. Und man hat eigentlich so seine Abläufe, und meistens macht die Männermannschaft vorher so ein Aktivierungsprogramm, da ist auch ein bisschen Koordination dabei, dann macht jeder so ein bisschen sein individuelles Programm. Ich bin gerne mal noch eine halbe Stunde joggen gegangen am Vormittag, weil meistens sind die Rennen ja am Nachmittag. Das Einzige, was natürlich manchmal etwas anders ist, wenn man in Asien ist, dann hat man die Waffe nicht auf dem Zimmer. Also wir sind es ja gewohnt, wenn wir in Mitteleuropa unterwegs sind, dass man sein Biathlon-Gewehr auf dem Zimmer hat, und dann hört man es dann abends oft mal klicken, weil die Leute Trockenanschläge machen, nochmal Abläufe und sich viel mit der Waffe beschäftigen. Und das ist natürlich in China oder so nicht möglich, in Russland auch nicht, weil die Waffen da in der Waffenkammer gesperrt sind. Das heißt, man geht zum Training, holt die Waffe aus der Waffenkammer und muss sie hinterher wieder abgeben. Und da gibt es dort immer so einen Trockentrainingsraum, wo man dann eben diese Trockenanschläge machen kann. Und da muss man dann immer so ein bisschen überlegen, wann mache ich das, wie mache ich das. Und man ist natürlich viel mehr unterwegs in irgendwelchen Shuttlebussen und so. Das ist ein bisschen anders als ich sag mal, zu einem Weltcup in Ruhpolding oder so. Aber grundsätzlich sollte man da keinen Unterschied machen. Und ich habe festgestellt, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss es jetzt besonders gut machen, dann ging es auch in die Hose. Also das normale Programm, was man zum Weltcup macht, das sollte man auch beim Höhepunkt versuchen anzuwenden. Weil man ist schon
hoch motiviert. Also man muss jetzt nicht glauben, dass man da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, hier noch ein bisschen mehr macht, da noch mal ein bisschen mehr macht und vielleicht was anderes Frühstück, das besonders machen zu wollen, ist kein guter Tipp. Genau, wir könnten jetzt noch kurz, ich würde gern eigentlich noch auf die Waffe eingehen, ganz kurz, wie gut man so eine Waffe eigentlich, also so kennen muss. Also ihr kennt die wahrscheinlich als Biathletinnen und Biathleten in- und auswendig. Also jetzt bei Olympia hat man es bei Marte Olsby-Reuseland nochmal gesehen, wenn was nicht ganz perfekt ist, da hat, glaube ich, irgendwas am Diopter gefehlt, dann hat sie das, also dann musst du da reagieren können und da hat sie, glaube ich, bewiesen, hat dann vor dem Schießen noch kurz rumgedoktert und dann eine Null geschossen. Das müsst ihr alle, die Waffen in- und auswendig können, ja? Jein, schon. Also das war bei ihr die Irisblende, die ist am Diopter fest und die hat sie dann einfach wieder reingeschraubt, das ist ein Gewinde. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Da ist eher das Interessante, dass sie es geschafft hat, weil das war in einer stressigen Situation. Erste Runde, Mixstaffel, alle fangen an zu schießen und sie doktert da rum und ist dann sozusagen schon im Hintertreffen und schießt dann trotzdem die Null. Also das war das Bemerkenswerte. Man kennt seine Waffe schon gut, wenn aber zum Beispiel der Schlagbolzen mal bricht, das ist das Teil, das auf die Patrone trifft, wenn man den Abzug betätigt. Das ist im Prinzip so ein Metallstift, der bricht von Zeit zu Zeit mal. Und da muss man den kompletten Verschluss zerlegen. Da sind ein Haufen Kugeln und Metallteile und das kann nicht jeder, weiß ich. Also ein Trainer muss das können, aber nicht jeder Athlet kann das. Kann das während des Rennens passieren? Das passiert ganz selten beim Rennen. Meistens passiert das bei Trockenanschlägen, weil dann dieser Schlagbolzen eben quasi ins Leere trifft und nicht auf eine Hülse. Und dadurch bricht er schneller. Und das ist ganz oft beim Trockentraining. Man macht Trockentraining und dann macht es irgendwann und dann ist er hin und dann muss man die Waffe zerlegen. Und das ist mir auch mal direkt vorm Rennen passiert. Das kann zum Beispiel nicht jeder, aber mit dem Schaft und wie man die anfasst, da muss man schon ein gutes Gefühl entwickeln und ich finde, man muss sich in seiner Waffe so ein bisschen, ja, man muss sich hinlegen oder hinstellen und man muss sich so ein bisschen wie auf dem Sofa zu Hause fühlen. Das ist so genau, das passt genau und man fühlt sich dann wohl. Und diesen Zustand zu erreichen ist nicht leicht, weil man das immer nicht so richtig weiß, wo muss ich noch was verändern und man muss aber auch der Waffe Zeit geben, dass man sich aneinander gewöhnt. Also es ist schon ein spezielles Verhältnis. Zum Sportgerät. Ich glaube, kann man wahrscheinlich ein bisschen vergleichen mit ganz komplexen Rennradmaschinen, die es mittlerweile ja gibt, wo jeder Athlet natürlich auch ein inniges Verhältnis zu hat. Ich habe vorhin schon ganz kurz gesagt, dass du zur Bundespolizei dann bist und da unterstützt wurdest während deiner Karriere und da jetzt auch immer noch bist. Du bist Sportkoordinator. Also, wenn ich das richtig nachgelesen habe, was versteht man denn darunter? Was machst du da? Also ich bin im Fachbereich Sportkoordination tätig. Also ich bin nicht der Sportkoordinator, aber ich arbeite mit sozusagen zusammen mit aber ein anderer, Christian Breuer, ist federführend. Und es geht jetzt bei mir gerade erst los. Ich bin jetzt ja auch ein bisschen eingebremst, weil normalerweise wäre ich heute natürlich in Bad Endorf bei der Arbeit gewesen. Aber da ich noch positiv bin, bin ich noch zu Hause. Grundsätzlich geht es darum, wir sind sozusagen zwischen der Sportschulleitung und den Trainern ist die Sportkoordination dazwischen und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, einerseits die besten Athleten in jeweiligen Sportarten nach Bad Endorf zu holen, andererseits für die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Also, dass die sich optimal auf den Sport vorbereiten und konzentrieren können. Und da geht es natürlich über die Trainingsmöglichkeiten auf der Liegenschaft dort, also Krafträume und Trainingsstätten. Es geht aber auch darum, dass die ihre Trainingslager überall machen können, dass die alles haben, was sie brauchen. Also Physiotherapie und Ernährung, alles gehört dazu. Ich stehe jetzt aber noch ein bisschen am Anfang. Also ich werde jetzt eine Menge lernen dürfen, wahrscheinlich auch über andere Sportarten, weil ich kenne mich im Biathlon relativ gut aus, bin ich der Meinung, aber in anderen Sportarten immer weniger natürlich. Und das ist für mich eigentlich der Reiz an der Aufgabe, dass ich auch mit den anderen Sportarten, die dort gefördert werden. Das sind ja insgesamt 12 Sportarten, 12 olympische Wintersportarten und mit den anderen 11 kenne ich mich natürlich nicht ganz so gut aus wie im Biathlon und da werde ich jetzt ein bisschen was dazu lernen. Genau, aber da schadet deine Erfahrung als ehemaliger Profiathlet sicher nicht. Nö, ich glaube nicht, weil ich weiß schon ein bisschen, was nötig ist, um erfolgreich zu sein, was man tun muss.
zum Biathlon-Doppelzimmer nochmal ganz kurz. Du hast einen Podcast mit Erik Lesser, der schon ein bisschen mehr Folgen auf dem Buckel hat als unser Wadelbeißer-Podcast vom Merkur. Ich glaube, knapp 50 Folgen habt ihr jetzt mittlerweile aufgezeichnet. Der Name Biathlon-Doppelzimmer kommt vom Doppelzimmer, das ihr im Weltcup geteilt habt. Jetzt seid ihr natürlich digital unterwegs. Wie oft trefft ihr euch noch persönlich? Also ihr habt ja eh ein gutes Verhältnis, aber wie oft schafft ihr es, dass ihr euch persönlich trefft? Immer mal, wenn es geht. Also Erik kommt immer mal hier vorbei, wenn er zum Trainingslager fährt oder so. Und wenn es passt, dann schaut er nochmal vorbei. Ich habe auch im Sommer einmal Urlaub in Oberhof gemacht, ein paar Tage, habe ihn mal besucht. Also das ist mir schon wichtig, diese Freundschaft auch über die über die aktiven Zeit hinaus zu bewahren. Weil ich, glaube ich, mit ihm super viel erlebt habe und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis habe. Und das hat sich dann relativ schnell vom Teamkollegen zum wirklichen Freund entwickelt. Und deswegen ist das auch mit dem Podcast entstanden irgendwann mal. Und macht einfach Spaß, mit Erik zu diskutieren, weil wir auch häufig nicht unbedingt einer Meinung sind. Und das ist eigentlich eine Freundschaft, die mir immer sehr viel gegeben hat, weil es nie langweilig wurde mit Erik. Ist auf jeden Fall ein cooler Podcast. Kann man auch zum Nachhören empfehlen. Das Biathlon-Doppelzimmer mit Erik Lesser und Arne Pfeiffer. Wie wichtig ist denn so ein Freund, der dann beim Weltcup halt mit unterwegs ist die ganze Zeit? Ja, das hilft schon. Also man hat, also ich muss sagen, mit allen in unserem Team habe ich mich gut verstanden und das war bei uns auch nie ein Problem, würde ich sagen. Also wenn man zum Auslaufen geht und ich sehe einen von uns, dann laufe ich natürlich dahin und dann quatschen wir ein bisschen übers Rennen und so. Also da gibt es keine Lager oder so. Mit Erik ist es wahrscheinlich die tiefste Freundschaft, aber ich verstehe mich mit den anderen auch gut. Also ich verstehe mich mit Johannes Kühn total gut zum Beispiel. Mit dem habe ich auch relativ viel Kontakt, mit Benny und Roman auch. Also da will ich das auch gar nicht so, als wäre es mit den anderen nicht gut, aber das hilft natürlich, man ist so viel unterwegs, man ist im Sommer im Trainingslager unterwegs und wenn man dann eh schon nie zu Hause oder wenig zu Hause ist, dann möchte man doch die Zeit wenigstens mit Leuten verbringen, die einem auch sympathisch sind und das hilft natürlich total. Man sitzt bei den Mahlzeiten gemeinsam zusammen, wenn man eine 4 Stunden Bergtour geht und man hat sich gar nichts zu sagen, wäre ja auch blöd, oder auf dem Rennrad bei einer Grundlageneinheit. Ist es natürlich auch nett, wenn man über dies und das mal reden kann und das... Auch abseits des Biathlon-Sports dann. Genau, über alles. Und gerade mit Erik kann man da über viel reden, aber auch mit Benny und Hannes über alles Mögliche. Und damit war dieses... Ich habe das auch nie als Arbeit empfunden. Also auch wenn ein Trainingslager... Ich kam aus dem Trainingslager nach Hause, da war ich auch breit. Ne? Also dann 2-3 Tage ging da nicht mehr viel, weil man einfach wirklich platt ist von den Einheiten. Aber wenn man die mit netten Leuten durchzieht, die Einheiten, dann fühlt sich das auch wirklich nicht als Arbeit an, sondern man kann es dann trotzdem irgendwie als Privileg sehen, das machen zu dürfen. Wie ist es denn mit der Arbeit als TV-Experte? Fühlt sich das als Arbeit an? Auch nicht wirklich, muss ich sagen. Also das macht Spaß. Es ist schon teilweise stressig gewesen und es gibt viele Dinge, die ich so nie in dem Umfang wahrgenommen habe, was dranhängt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Man merkt das hinterher, dass es halt Kraft gekostet hat, also weil man eine ganz schöne Anspannung hat. Also in Antholz war ich erst auf dieser Presenta und da bin ich hochgeflitzt, habe co-kommentiert und bin wieder runtergeflitzt und dann, was machen wir in der Analyse und hin und her. Und da merkt man schon, dass da ganz schön Spannung dann in einem ist, dass man hinterher auch abends wirklich platt ist. Aber es hat total viel Spaß gemacht und das liegt vor allem an den handelnden Personen, weil es einfach auch nette Leute sind, mit denen man super Gespräche führen kann, auch abseits immer des wirklich der eigentlichen Tätigkeit. Und das hat mir doch viel Spaß gemacht. Gibt es denn da schon Gespräche, wie es weitergeht? Ob es weitergeht? Es war ja jetzt erstmal ein Magdalena Neuner Ersatz-Einsatz die Saison. Aber du bist mit dem Spitznamen Dr. Peng auch weggekommen, weil du die Schießeinlagen so gut analysiert hast. Gibt es da schon Gespräche, wie es weitergeht? Nee, die Saison geht jetzt erstmal zu Ende. Meine Einsätze sind jetzt ja vorbei und ich denke, dass dann nach der Saison wird es Gespräche geben. Also ich kann da noch nicht so viel sagen. Also ich kann nur sagen, mir hat es Spaß gemacht und ich könnte mir vorstellen, das nochmal zu machen. Aber das liegt nicht unbedingt immer in meiner Hand.
dein Hauptjob ist aber noch im Bad Endorf. Du pendelst aus Salzkirchen dahin. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch ein bisschen auf den Landkreis Miesbach zu sprechen, was für unsere Leserinnen und Leser und mittlerweile auch Hörerinnen und Hörer ja ganz, ganz interessant ist. Wie gestaltest du deine Freizeit denn bei uns daheim? Ja, am liebsten natürlich mit Sport. Also ich wenn es geht, es ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, gehe ich natürlich auch gerne mal auf den Berg. Und das war natürlich als Athlet auch immer top, wenn man am Wochenende unterwegs war und dann hatte man, also man kam vom Weltcup oder auch im Sommer aus dem Trainingslager und da hatte man irgendwie mal Montag, Dienstag Ruhetag, dann kann man halt mal auf den Berg gehen oder so. Und das finde ich halt hier so klasse, dass man halt nicht weit fahren muss und man kann schon auf Berge gehen, die schon ein bisschen höher gehen und das macht echt Spaß. Es muss jetzt für mich nicht immer das ganz hohe sein, aber ja, wenn man mal zum Ross und Buchstein geht oder so, das ist ja auch schon eine nette Tour. Ich wollte gerade fragen, ob du einen Lieblingsberg hast in der Gegend. Ach, ein Lieblingsberg? Also der Hausberg ist ja der Taubenberg natürlich. Das ist, finde ich, ist so eine, kann man auch mal machen. Also das mache ich auch, dass ich von hier hin jogge. Einmal zum Taubenberg und wieder zurück. Einmal rauf und runter. Das ist so, das habe ich ganz gern mal gemacht. Sportlich. du bist seit 2016, glaube ich, in Holzkirchen. Wie taugt es dir? Wie fühlst du dich wohl? Gut, sehr wohl, ja. Also Holzkirchen hat natürlich einfach viel zu bieten, muss ich sagen. Also das ist für mich eigentlich eine optimale Mischung aus, man hat alles im Ort, was man braucht, man hat eine super Verkehrsanbindung und eine große Stadt in der Nähe und trotzdem die Natur und schnellen Bergen. Also das bietet schon echt viel. Das einzige Manko ist, dass meine Familie so weit weg wohnt. Das ist sozusagen, das ist das Einzige, dass der Harz halt schon ein Stück weg ist. Das ist das einzige Manko. Ansonsten fühlen wir uns hier sehr wohl. Bist du noch oft in der Heimat dann, im Harz? Regelmäßig, aber so richtig oft schaffe ich es natürlich nicht, weil das sind eben 600 Kilometer und das macht man halt nicht mal übers Wochenende. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man ein paar Tage oder mehrere Tage dort ist und ja, vielleicht, ich kann es gar nicht so quantifizieren, wie oft das jetzt ist, aber ich sag mal alle 1-2 Monate. Das hört sich doch gut an und jetzt bist du hoffentlich auch bald wieder aus der Quarantäne entlassen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob du dich schon freitesten konntest oder schon freitesten darfst. Normalerweise, also ich habe heute einen Termin zum Testen, also vielleicht ist dann vorbei. Wobei man muss sich ja jetzt aktuell ja so ein bisschen selber kümmern, weil man man kriegt keinen Bescheid mehr oder vielleicht so verzögert, ich weiß es nicht. Deswegen, ja. Also man muss sich da so ein bisschen selber informieren, wie lange muss ich denn mich jetzt eigentlich absondern und bei mir sind jetzt eh fast die 10 Tage rum. Oder je nachdem, wie man rechnet, das weiß ich auch mal nicht so genau, könnte sogar heute 10 Tage sein. Und trotzdem möchte ich nochmal einen Test machen, weil man will ja keinen gefährden. Das ist klar. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das alles passt. Wünsche dir für die Zukunft, für deine Aufgaben, die dich erwarten, alles Gute. Und bedanke mich, dass du hier warst im Wadelbeißer-Podcast. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön, bis bald. Ciao.